Hallo und herzlich willkommen, liebe Nähfreunde und Fans der Marke Yuki Nähmaschinen, zu einem weiteren Video mit mir. Ich bin Matthias von Yuki Style Your Life School. Und heute geht es um unsere neue, um die Kerai UX8. Ich möchte euch zeigen, wie ihr die ganz schnell einfädelt, denn vor jeder guten Naht kommt nun mal das richtige Einfädeln. Wir stecken unsere Garnrolle auf den Garnrollenstift und nehmen Stopper dazu. Und dann geht's los. Position Nummer 1 ist hier vorne. Dann gehen wir hier hinten rum. Hier sehen wir auch Position Nummer 2. Dann gehen wir hier unten lang. Das ist Position Nummer 3. Gehen wieder hier hoch, legen den Faden hier oben um den Fadengeber, Position Nummer 4. Gehen nach unten, das ist Position Nummer 5. Und müssen dann gleich hier unten um den Metallstift noch drumherum. Position Nummer 6 ist eingefädelt. Als nächstes senken wir den Nähfuß ab. Und um zu überprüfen, dass die Nadel in der richtigen Position ist, um den Nadeleinfädler benutzen zu dürfen, drücken wir einmal Nadel hoch tief und gehen als nächstes zur Position Nummer 7, spannen unser Garn hier in den Nadeleinfädler ein und Position Nummer 8 schneidet den überflüssigen Faden ab. Und jetzt kommt der spannende Moment. Wir drücken Position Nummer 9 und fädeln unseren Faden final ein. Brauchen nur noch unsere kleine Schlaufe hier fertig durchziehen und unsere Nadel ist eingefädelt. Und so schnell habt ihr die neue Kerai UX8 eingefädelt. Ein Tipp noch von mir. Bitte vergesst nicht, immer den Nähfuß zu senken, sonst funktioniert der Einfädler nicht. Und was mir am allerwichtigsten ist, bitte bringt die Nadel in die richtige Position, ansonsten hat euer Nadeleinfädler keine zweite Chance und geht kaputt. So, ich mache jetzt schnell hier noch eine Probenaht und gucke, dass meine Spannung stimmt. Vorher verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias von Yuki Style Your Life School. Und für alle, die noch dran geblieben sind, ja, die Maschine kann man so personalisieren, dass sie automatisch den Nähfuß senkt und losnäht, wenn ich es will. Und das kann ich dem Anlasser so sagen und ihm programmieren. Das in einem weiteren Video.